Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen bei herrlichem Spandau-Wetter hier auf der alten ehrwürdigen Festung in Spandau bei Berlin in der alten Havelstadt. Sie befinden sich hier im gotischen Saal, dem Palas, der als Teil der ursprünglichen mittelalterlichen Burg, einer der ältesten Bauwerke der Zitadelle Spandau ist. Hier nebenan der Juliusturm, das älteste Bauwerk. Die Räumlichkeiten, Sie wundern sich, dass ich ablese, aber Herr Welzel hat mir gesagt, da ich heute Vertreter bin für den Kollegen Sozialstadtrat, der sich in seinem wohlverdienten Urlaub befindet, halt dich an das Skript und bring nichts durcheinander, hat er mir extra mit auf den Weg gegeben. Sonst rede ich nämlich immer frei, aber heute werde ich das mal machen, werde mich an das Skript halten, Herr Welzel. Sie haben sich so viel Mühe gegeben und da will ich nichts durcheinander bringen. Die Räumlichkeiten der Palas, in denen wir uns heute gerade befinden, war das Wohnhaus der Burg. Hier wohnten die Landesherren, wenn sie in Spandau weilten, also die Kurfürsten. Heute werden wir ausschließlich, wie auch heute, besondere Gäste begrüßt. Heute darf ich Sie als quasi Kraftamtes Hausherr der Festungsanlage begrüßen. Ansonsten bin ich der Bezirksstadtrat für die Abteilung Jugend, Bildung, Kultur und Sport, Kultur eben auch Festungswerk Zitadelle. Ganz herzlich soll ich, und er hat mir eben gerade noch eine WhatsApp geschickt, soll ich Sie von meinem Freund und Kollegen, dem Herrn Bezirksstadtrat Bewig, der Sie gerne begrüßt hätte, der für Soziales und Gesundheit zuständig ist, begrüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber er hat sich wirklich seinen Urlaub verdient und befindet sich einige Tage im Urlaub. Wir bringen das schon mal durcheinander hier. Meine Damen und Herren, Cannabis ist die am häufigsten konsumierte illegale Droge. Viele junge erwachsene Menschen konsumieren Cannabis, wird Ihnen bekannt sein. Bei dieser Fachveranstaltung wollen wir über den Konsum von Cannabis ins Gespräch kommen und dabei helfen, eine eigene Haltung zu entwickeln. Bei vielen Menschen bestehen Unsicherheiten im Umgang mit dieser Thematik. Das habe ich übrigens auch des Öfteren erleben müssen, wenn ich mit meinen Schulen in Kontakt getreten bin und dann hat man immer ein Mantel des Schweigens erlebt oder des Zudeckens. Risiken sind vielfach nicht bekannt oder werden, wie eben genannt, bagatellisiert. Ältere Menschen, und hier meine ich alle über 25, sind häufig, ich zähle auch dazu, sind häufig unsicher, wie sie mit Jüngeren zum Thema Kiffen sprechen sollen. Diese Fachveranstaltung soll uns miteinander sprachfähiger machen, uns Mut machen, sich dem Thema zu stellen und mit jungen Menschen ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung soll aber auch dazu beitragen, die eigene innere Haltung zum Thema Kiffen einmal kritisch zu hinterfragen. Diese Veranstaltung kann nur stattfinden, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil sie finanziell, wie wir eben gehört haben, unterstützt wurden. Und hier wären insbesondere zu benennen, von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse, von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, von den Bezirken Tempelhof-Schöneberg, wie eben schon genannt, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und auch Spandau, aber auch von der Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin. Ich bedanke mich im Namen aller recht herzlich für diese Unterstützung. Und jetzt dürfen Sie einmal klatschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich aber auch bei dieser Gelegenheit einmal bedanken und das ganz ausdrücklich bei denjenigen, die diese Veranstaltung vorbereitet haben. Und wer einmal solch einen großen Kongress vorbereitet hat, der weiß, wie viel Arbeit, Intensität und Mühe und Fleiß, aber auch Zeit sich dahinter verbergen. Das sind die Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsgruppe Landesinitiative Prävention, na klar, die als suchtpräventive Kampagne seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Im Einzelnen sind dies die Berliner Bezirke, eben genannt. Das sind hier vor allem die Suchthilfekoordinatoren der Berliner Bezirke, die hervorragende Arbeit leisten. Bitte mal aufstehen, wenn Sie dann hier sind, dass man mal sieht, wer leistet denn diese hervorragende Arbeit, die Suchtkoordinatoren der, ja, zeigen Sie sich ruhig mal, dass die anderen Menschen auch wissen, die Sie nicht so kennen, die Sie nicht so kennen. Wer sich hinter diesem Begriff denn so als Person? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales,
insbesondere des Drogenreferates, Mitarbeiterin der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Mitarbeiterin der Polizei Berlin, Halt Berlin, ein Frühinterventionsprojekt für Kinder und Jugendliche mit riskantem Alkoholkonsum, Mitarbeiterin der Landesstelle für Berlin für Suchtfragen e.V. und last but not least, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mitarbeiterin der Fachstelle für Suchtprävention Berlin zusammensetzt. Als Referenten darf ich heute begrüßen und freue mich ganz besonders Herrn Darius Tabatabai, dass Sie Zeit gefunden haben. Bitte auch mal aufstehen, dass man Sie einmal sieht. Meine Herr, wird man Sie noch erleben, der heute in der Hartmut-Spittler-Klinik arbeitet. Und Herr Tabatabai hat lange in Vivantes Krankenhaus in Spandau vielen Menschen geholfen. Und ich kenne ihn auch aus früheren Jahren. Frau Maud Winkler vom Schulz von Thurn Institut für Kommunikation ist extra aus Hamburg angereist. Wo darf ich Sie denn sehen? Da ist sie. Recht herzlich willkommen hier in der Festung. Ganz besonders begrüße ich hier die Schauspielerin Judith Evers. Darf ich sie auch einmal sehen? Die ist gerade draußen. Ja, nicht nett. Also wir begrüßen Sie trotzdem. Ja, genau. Die Suchthilfekoordinatorin Heide Mutter. Auch gerade draußen. Nein, da hinten ist sie. Herzlich willkommen. Die Koordinatorin für die schulische Prävention in Spandau, Frau Birgit Olsok. Wo ist sie denn? Ich habe sie doch schon begrüßt. Da ist sie ja. An den World Café Tischen finden Sie nachher Herrn Janis Vlacho Janis von der Caritas Jugend- und Suchtberatung. Darf ich Sie auch einmal sehen? Dass wir Sie einmal sehen. Da hinten steht er. Herzlich willkommen. Wir dürfen begrüßen Herrn Arthur Koffin von der Login-Suchtberatung Charlottenburg-Wilmersdorf. Da ist er. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich begrüßen darf, wenn sie denn da ist, Frau Daniela Schudoba von der Schubus GmbH. Die ist noch nicht da. Darf ich sie noch nicht begrüßen? Okay. Herrn Mike Schmidt und André Wöllert vom Jugendbildungszentrum Blosin. Sind die denn da? Da sind sie. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Auch den Moderator Herrn Wolfgang Porsche haben wir ja schon eben erlebt von Radio 1. Heiße ich herzlich willkommen und wünsche Ihnen heute noch viel Spaß. Vielleicht gibt es nachher noch was. Auch ist es mir ein inneres Anliegen, alle Bestrebungen, das ist mir ganz wichtig, zu unterstützen, die dazu beitragen, den Konsum von Cannabis in unserer Gesellschaft zu reduzieren, meine sehr verehrten Damen. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen und diese Bestrebungen sollten wir auch alle im Auge behalten, bei allen Diskussionen von Legalisierung. Aber Grundsatz muss sein, Cannabis zu reduzieren in unserer Gesellschaft. Ist nicht ganz unstrittig, ich weiß das. Ich wünsche Ihnen bei all diesen Themen, die Sie hier angesprochen und bearbeitet werden, heute einen großen Erfolg. Vor allen Dingen viele rege Gespräche, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn man eine Festung verlässt, sollte man gut gerüstet sein nachher, dass man viele Informationen mitgenommen hat, die man dann auch aus dieser Festung heraus in die weite Welt, nach Berlin, in diese Nachbargemeinde oder auch nach Spandau dann weiterträgt, um vielen Menschen, gerade vielen jungen Menschen, helfen zu können, zu wissen, ab wann sie denn Hilfe benötigen und wie man ihn vielleicht dann auch mit Rat und Tat, weil man es erkannt hat oder erkennen konnte, dass sie ein Problem haben, dann helfen kann. Meine Damen und Herren, ich selbst kann leider nicht bleiben. Ich werde jetzt bei der Eröffnung der im Dezember 215 in Betrieb genommen stationären Jugendeinrichtung Munita im Rotkreuz Bildungswerk gebraucht, die dort bevorzugt minderjährige Flüchtlinge aufnimmt und die sollen heute ein Zertifikat und eine Ehrung bekommen und da soll ich nachher jetzt gleich um 10.30 Uhr eigentlich schon in Klado sein, aber wie ich das jetzt schaffe, weiß ich auch nicht. Ich darf Ihnen heute wirklich viel Erfolg wünschen. Auch ein bisschen in diesem Ambiente Genuss, aber nicht Genuss von Cannabis, aber dass Sie eben wirklich was mitnehmen, um dann Botschafter zu sein für Hilfe an junge Menschen, die manchmal sehr hilflos noch sind und
wir nicht erkennen, wann Sie dann die Hilfe benötigen. In diesem Sinne viel Erfolg heute und viele interessante Informationen, aber auch Gespräche. Recht herzlichen Dank.